Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Gott ist souverän, doch wer sich deshalb zurücklehnt und nur noch betet, weil er meint, Gott würde alles andere erledigen, hat die falschen Schlüsse gezogen. Wenn wir beten, zeigt Gott uns auch, was wir tun können. Okay, Offenbarung 3, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht bete: Gott, ich bitte dich, öffne Türen, die niemand schließen kann, und schließe Türen, die niemand öffnen kann. Hört auf, ständig Türen einzutreten. Macht euch nicht abhängig von Menschen in der Hoffnung, dass sie Türen für euch öffnen. Geht keine Kompromisse ein, was euren Glauben angeht, nur damit andere Türen für euch öffnen. Vertraut Gott, dass er die Türen öffnet, die sonst niemand öffnen kann. Ich sage euch, Gott selbst muss das Haus bauen. Sonst arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Nun, Gott hat alles in seiner Hand. Er tut, was er will, und er entscheidet, ob wir unsere Pläne durchführen können oder nicht. Habt ihr schon mal vergeblich versucht, etwas durchzusetzen? Und habt ihr es dann noch mal probiert, aber nichts tat sich? Manche von uns sind vielleicht keine Blitzmerker, aber wer mehrmals gegen eine Wand läuft, sollte doch endlich begreifen, Gott will das scheinbar nicht. Ich finde Jakobus 4, die Verse 13 bis 15, sehr hilfreich. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wir haben schon über Gottes souveränen Willen gesprochen und ich hoffe, dass ich eines klar vermitteln konnte: Wenn der souveräne Gott etwas beschließt, dann wird ihn niemand daran hindern können. Es gibt allerdings noch einen anderen Aspekt, den wir oft nicht verstehen, und damit meine ich, dass Gott bestimmte Dinge zulässt. Es ist sehr frustrierend und schwer nachvollziehbar für uns, wenn Gott Dinge zulässt, die nicht gut sind, besonders weil wir wissen, dass er etwas ändern könnte, es aber nicht tut. Inmitten dieser Umstände sollten wir auch noch glauben, dass Gott uns liebt und einen guten Plan für unser Leben hat. Das ist sehr schwer, gerade wenn man leidet. Es ist leicht, darüber zu reden, solange man keinen Schmerz verspürt. Anders sieht es aus, wenn man tatsächlich leidet. Nichts tut mehr weh als seelischer Schmerz. Ich würde jeden körperlichen Schmerz einem gebrochenen Herzen vorziehen. Ihr nicht auch? Selbst wenn es uns schwerfällt, kommen hier Gottes Heilmittel zum Zuge. Gott vertrauen und Gutes tun. Wir vertrauen Gott und tun weiterhin, was richtig ist. Und ich verspreche euch, am Ende werdet ihr über euch hinauswachsen. Am Ende werdet ihr die Gewinner sein. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Er handelt manchmal auch auf ganz andere Weise. Ich habe das schon oft erlebt und könnte auch Bibelstellen nennen, die das belegen. Doch dazu fehlt mir leider die Zeit. Hin und wieder zieht Gott sich zurück und gibt uns, was wir wollen. Vielleicht entspricht es nicht seinem vollkommenen Willen, aber er sagt, okay,
Wenn du das wirklich willst, dann gestatte ich es dir. Manchmal lernen wir nur auf diese Weise, dass Gottes Wege tatsächlich besser sind als unsere Wege und dass er von Anfang an recht hatte. In Psalm 106 steht, die Israeliten lebten in der Wüste nach ihren eigenen Begierden und forderten ständig und hartnäckig Dinge von Gott, anstatt ihm zu vertrauen. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Wisst ihr, wie schrecklich eine ausgezehrte Seele ist? Diese biblischen Begriffe sind uns vielleicht etwas fremd. An anderer Stelle steht, dass die Seelen der Fleißigen reichlich gesättigt und fett sind. Ich will nicht unbedingt einen fetten Körper, aber ich will eine fette Seele, die gesättigt ist und vor Lebendigkeit nur so sprüht. Ich will auf keinen Fall eine ausgezehrte Seele. Ich will nicht diese schreckliche, armselige und innere Leere. Vielleicht kennt ihr diese Leere. Man tut, was man für richtig hält, doch innerlich. Okay, wenn ihr mir nicht glaubt, tut weiterhin das, was ihr für richtig haltet. Wir können uns ja in 2 Jahren widersprechen und das Ganze nochmal aufräumen. Dreht einfach eine 2. Runde und spürt, was eine ausgezehrte Seele ist. Jesaja 61, Verse 7 und 8. Als ich so im mittleren Alter war, bat ich Gott inständig, dass er mich von den Wunden meiner Vergangenheit heilen möge und dass ich das Erlebte bewältigen könnte. In jener Zeit bedeuteten diese Verse aus Jesaja 61 mir sehr viel. Für mich war das ein persönliches Versprechen Gottes an mich. Wenn ihr diesen Zuspruch heute auch braucht, nehmt ihn an. Die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten. Und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihr Teil. Denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbteil erlangen und ewige Freude wird ihnen zuteil werden. Vers 8 beginnt mit folgenden Worten, denn ich, der Herr, liebe das Recht. Gott ist ein gerechter Gott. Er hat versprochen, dass wenn jemand euch übel mitgespielt hat, wenn ihr ungerecht behandelt, missbraucht oder misshandelt worden seid, ihr nicht geliebt, sondern abgelehnt, entehrt oder verachtet wurdet, er euch in doppeltem Maße Gutes widerfahren lässt. Darüber können wir uns wirklich freuen. Aber wir dürfen uns nicht nur die Rosinen aus den Bibelversen herauspicken. Dieses Herauspicken ist wirklich unser größtes Problem. Lasst uns mal Markus 11 aufschlagen und ein paar Verse lesen, und zwar ab Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, und zwar immer. Vertraut ihm. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wir lieben es, die Berge anzuschreien. Berg, verschwinde, ich widerstehe dir. Doppelter Segen, doppelter Segen. Überschütte mich, Gott, doppelter Segen.
Vers 24. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Oh ja, Halleluja. Ich hab es. Es ist wirklich meins. Ich hab's. Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, gebt es ab, lasst es los. Danke. Wir vertrauen, dass Gott uns doppelt so viel Gutes und Gerechtigkeit widerfahren lässt, und wir tun Gutes. Das sind wirklich wichtige Inhalte. So einfach und doch so wichtig. Es geht nicht nur um Gottvertrauen. Wieso? Ich vertraue Gott. Nun, vertraut ihr Gott und beschwert euch trotzdem den ganzen Tag? Vertraut ihr Gott und lästert weiterhin über jeden, der euch verletzt hat? Das hört sich vielleicht lustig an, aber nehmt es euch bitte zu Herzen. Genau das ist der Grund, warum viele Leute ihre Probleme nicht unter die Füße bekommen. Ihr müsst auch tun, worum Gott euch bittet. Gott arbeitet partnerschaftlich mit uns zusammen. Gottes Souveränität und unsere Verantwortung. Wir tragen Verantwortung. Wisst ihr, meine Tante wohnt in einem Seniorenheim. Ich bete für sie, aber ich besuche sie auch. Ich bezahle außerdem ihre Rechnungen, nicht mit ihrem Geld, denn sie hat seit 10 Jahren kein Geld mehr. Du sagst, ach, ich bete. Eine Kollegin von mir kann oft ihre Miete nicht bezahlen, deshalb bete ich für sie. Kam dir schon mal der Gedanke, ihre Miete für sie zu bezahlen? Ein ganz neuer Gedanke. Warum sollte ich ihre Miete bezahlen? Sie lebt ohnehin ein sündiges Leben und muss nun mit den Konsequenzen leben. Doch was für eine wunderbare Gelegenheit, ihr praktisch zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Was für eine großartige Chance, jemandem Gottes bedingungslose Liebe und Barmherzigkeit zu zeigen. Gott ist souverän, doch wer sich deshalb zurücklehnt und nur noch betet, weil er meint, Gott würde alles andere erledigen, hat die falschen Schlüsse gezogen. Wenn wir beten, zeigt Gott uns auch, was wir tun können. Und was wir nicht tun können, das erledigt er dann. Ich bin allerdings davon überzeugt, wenn wir nicht das uns Mögliche tun, wird Gott auch nicht das tun, was uns nicht möglich ist. Hört ihr? Wenn ich das, was ich tun könnte, nicht tue, brauche ich auch von Gott nichts zu erwarten. Ich weiß nicht, warum Gott die Dinge gemeinsam mit uns tun will, aber es steht so in der Bibel, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft, zur Teilhaberschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind Teilhaber. Wir sind keine Zuschauer. Wir sind Teilhaber. Versteht ihr? Nun, wir sollten allerdings nicht in Aktionismus verfallen, wie Abraham und Sarah, die ihren eigenen Plan umsetzten und dann Ismael bekamen. Dazu hatte Gott sie nie aufgefordert. Es war eine völlig eigensinnige Idee und verlängerte nur ihre Wartezeit, bis Gott sein Versprechen ihnen gegenüber einlösen konnte. Über solche Aktionen könnte ich weitere 20 Vorträge halten.
Lasst mich euch mal eines sagen. Eigensinnige Aktionen führen zu Frustration. Wenn ihr mal wieder frustriert seid, dann nur deshalb, weil ihr Dinge selbst in die Hand genommen habt, die Gott so nicht tun will. Es ist ein Irrglaube zu meinen, wir müssten nur beten, Gott unsere Probleme anvertrauen und glauben, dass er sich darum kümmert. Ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Seht mal, ich fände es wirklich schön, wenn meine Tante in besseren Verhältnissen leben könnte, aber ehrlich gesagt, ich tue bereits, was mir möglich ist. Ich meine, sie ist im zweitbesten Seniorenheim der Stadt untergebracht. Mehr kann ich nicht tun. Und trotzdem verschwindet ihre Kleidung in der Wäscherei und jemand hat ihr den Ehering von der Hand gestohlen. Das gefällt mir nicht und ich muss diese Sorgen an Gott abgeben. Warum sollte ich jetzt wütend auf jemanden sein? Ich gebe es an Gott ab, vertraue ihm, bete und tue das, was in meiner Verantwortung liegt. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir müssen also immer auch beten. Gott, wenn es etwas gibt, das ich tun soll, zeig es mir. Und wenn ich etwas lieber lassen sollte, zeig es mir auch. Wir sind Gottes Teilhaber. Nehemia baute eine Mauer wieder auf, die niedergerissen war. Zu der Zeit waren solche Mauern wichtig, um Feinde fernzuhalten. Als er diese Mauer um Jerusalem herum wieder aufbaute, bekam er es mit seinen Feinden zu tun. Wirklich, von allen Seiten wurde er angegriffen. Wisst ihr, immer wenn ihr versucht, etwas richtig zu machen, greift der Feind euch an. Besonders dann, wenn ihr in etwas investiert, in euer Leben, in eure Ehe, in euren geistlichen Dienst, in eure Firma. Wenn ihr etwas aufbaut, lässt der Feind nicht lange auf sich warten. In Nehemia 4, Vers 3 steht, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen, den Feinden. Das gefällt mir, sie beteten, stellten aber trotzdem Wachen zum Schutz vor den Feinden auf. Sie beteten nicht einfach nur und legten sich dann schlafen, als wäre nichts weiter zu tun. Sie blieben wachsam. Gott fordert auch uns auf, zu jeder Zeit wachsam, aufmerksam und rege zu sein, zu beten, aktiv und auf der Hut zu sein, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir sollten eine Sache ganz deutlich zum Ausdruck bringen, mich wird er nicht kriegen. Wach auf, du schlafender Christ! Ich gehe doch in die Kirche. Ich werde nicht jede Bibelstelle mit euch lesen. Viele kennt ihr bestimmt auch. Aber es erstaunt mich immer wieder, dass Gott, dem alles möglich ist, uns in seine Pläne involvieren möchte. Wisst ihr was? Ihr seid heute nicht nur hier, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Gott bereitet euch auf den Kampf vor. Versteht ihr? Gott befähigt euch. Wenn ihr meint, nicht im Kampf zu stehen, dann lasst euch das heute gesagt sein. In Johannes 11, Verse 32 bis 41, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt, lesen wir etwas Interessantes. Zuerst erfahren wir, dass Jesus so lange wartete, bis Lazarus tot war. Dann wartete er auch noch, bis er stank. Kommt schon, ihr wisst, was ich meine. Als er endlich auf der Bildfläche erschien, sagte man zu ihm, du kannst nichts mehr tun, er ist tot und stinkt schon. Jesus wusste bereits, dass er ihn von den Toten auferwecken würde, wirklich. Das war der Höhepunkt, doch er sagte zu den Leuten, die er daran teilhaben lassen wollte, rollt den Stein weg.
Wenn er Lazarus von den Toten auferwecken wollte, warum sprengte er nicht selbst den Stein weg? Stellen wir uns das Ganze mal vor. Darf ich euch etwas sagen? Einige von euch warten auf ein Wunder, aber ihr rollt den Stein nicht weg. Vielleicht besteht der Stein aus Bitterkeit. Vielleicht aus Streit, der ständig bei euch zu Hause tobt. Vielleicht besteht der Stein aus Rebellion gegenüber Autoritäten. Vielleicht kritisiert und verurteilt ihr ständig andere Leute, die nicht eurer Meinung sind. Vielleicht besteht der Stein aus Eifersucht, weil eure Schwester schlanker und schlauer ist als ihr. Habt keine Angst. Ärgert euch nicht, sondern betet. Vertraut Gott, dankt ihm und tut in jeder Lebenslage Gutes. Macht euch um nichts Sorgen. Betet und dankt Gott. Wenn ihr wollt, dass Gott etwas für euch tut, dann seid dankbar für das, was er schon getan hat. Wenn wir ständig über das meckern, was wir haben, warum sollte Gott uns noch mehr geben, worüber wir dann meckern? Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25 ist ein sehr wichtiges Kapitel in der Bibel. Hier lernen wir einige Lektionen, aber die Verse 1 bis 13 sind besonders wichtig. Ich will aus Zeitgründen nicht alle Verse lesen, aber in Vers 1 steht: Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Das sind wir. Wir alle warten auf den Bräutigam und haben unsere Lampen dabei, wir haben unser Licht dabei. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren intelligent und weitsichtig. Nicht jeder Christ ist auch weise. Habe ich recht? Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren viel darüber gehört, wer wir in Christus sind. Die Leute jubeln, wenn sie hören, dass sie Gottes Gerechtigkeit sind. Doch obwohl wir vor Gott gerecht sind, müssen wir immer noch den Müll rausbringen, oder? Nun, ich bin ein Miterbe Christi. Auch ein Miterbe Christi muss zur Arbeit gehen. Wir können unsere Zeit nicht einfach nur im Gebet verbringen. Wir sollten auch nicht ohne Gebet leben. Tut nichts ohne Gebet, aber bedenkt, dass Gott euch die Kraft gibt, Dinge anzugehen. Gott arbeitet partnerschaftlich mit uns. Wir sind seine Teilhaber. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Das Wort Öl wird hier stellvertretend für die Kraft des Heiligen Geistes gebraucht. Lasst mich euch Folgendes sagen. Wir sollten wirklich alles daran setzen, um das, was der Heilige Geist in uns bewirkt und uns schenkt, auch auszuleben. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht aus ihm entgegen. Die weisen Jungfrauen waren natürlich bereit und die Törichten nicht. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl. Diese Nichtstuer, um die man sich immer kümmern soll. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. In die Kirche zu gehen heißt nicht, Gott zu kennen. Ihr könnt von ihm gehört haben, ohne ihn zu kennen. Ihr könnt Gott nur richtig kennenlernen, wenn ihr euer Leben mit ihm lebt. Und wenn er Anteil an eurem Leben haben darf. Ich möchte mit Vers 13 schließen. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird.
Wir haben keine Zeit mehr, um faule und lauwarme Christen zu sein. Es ist an der Zeit, morgens aus dem Bett zu kommen. Ich schreibe gerade an einem Buch, das erst nächstes Jahr erscheinen wird. Es geht in dem Buch darum, dass wir unsere Zeit nutzen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Christen morgens mit den Worten aufstehen: Ich lasse mich heute nicht herumkommandieren, sodass andere mein Leben bestimmen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen und fröhlich sein. Lasst uns das, was Gott will, auch wollen. Und lasst uns so sein, wie Gott uns haben will. Vertrauen Sie Gott, dass er Ihnen Türen öffnet, die niemand sonst öffnen kann. Aber vergessen Sie nicht, wir haben die Verantwortung, das zu tun, womit Gott uns beauftragt hat. Wir dürfen nicht die Hände in den Schoß legen. Beten Sie und befolgen Sie Gottes Anweisungen. Tun Sie, was Sie tun können. Tun Sie, was Gott Ihnen sagt. Er wird den Rest erledigen. Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter. Wir möchten mit den Sendungen von Joyce gerne noch vielen weiteren Menschen auf der ganzen Welt neue Hoffnung schenken. Sie auch? Dann unterstützen Sie uns doch finanziell. Alle weiteren Informationen finden Sie auf joyce-meyer.de/mithelfen. Indien ist ein sehr armes Land. In vielen Gegenden gibt es keinen Zugang zu Trinkwasser. Als wir angefangen haben, hier einen Brunnen zu bohren, zogen immer mehr Leute in diese Gegend. Denn das Wasser ist eine wichtige Grundlage für die Menschen, damit sie Häuser bauen und eine Heimat finden können. Wir hatten anfangs 30 bis 40 Menschen, die unseren Gottesdienst besucht haben, obwohl sie eigentlich nur Wasser holen wollten. Aber nun nehmen mehr als 500 Menschen an unserem Gottesdienst teil. Seit über 30 Jahren sind wir von Hand of Hope, dem christlichen Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, in Indien aktiv. Bis heute haben wir hunderte Brunnen und Kirchengebäude errichtet. Wie würden Sie folgende Frage beantworten? Liebst du dein Leben? Ich bin überzeugt, wir können unser Leben lieben lernen. Wenn uns unser Leben nicht gefällt, können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher, aber gleichzeitig ein anderes Ergebnis erwarten. Ich möchte Sie heute einladen, mein neues Buch, Wie du dein Leben lieben kannst, zu lesen. Finden Sie heraus, was Sie verändern können, damit Sie ein Leben erzielen, das Sie wirklich lieben können. Besorgen Sie sich das Buch doch gleich heute. Bestellen Sie das Buch jetzt auf joyce-meyer.de/lebenlieben. Oder rufen Sie uns an 040 88 88 411 11.